Verdammt, Leute, dieses Huhn. Es führt irgendwas im Schilde, das weiß ich ganz genau. Stirr! Okay, es ist alles wieder gut. Willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Im letzten Part haben wir Magic Craft das abgeschlossen und Beastmasters betreten und auch schon das erste Level hier, Terrace Village, abgeschlossen. Und ja, Beastmasters, meine Lieblingswelt oder eine meiner Lieblingswelten. Die Welt danach ist eigentlich auch ziemlich cool. Eine Welt voll mit Sumpf, voll mit Punkrock und Elektrizität. Und explodierenden Sachen. Und Ebern, die mich angreifen. Gruselig alles hier. Und der Sumpf ist anscheinend voll mit Pisse. Immer wenn man reinfällt, dann spritzen gelbe Spritzer durch die Gegend. Das ist eklig, Mann. Was sind das für Pflanzen? Und wenn ich mich nicht täusche, ist... Nee, das ist noch nicht mal das Hass-Level. Misty Borg. Borg. Das ist doch ganz okay. Gehen wir da jetzt auch rein einfach, oder... Ja, theoretisch... Ich gehe hier erstmal lang. Genau. Flong. Hier runter geht's nämlich zum Fluglevel dieser Welt. Wer hätte das gedacht? Flong. Und da ist es. Und es ist Wild Flight. Der wilde Flug, okay. Dann machen wir jetzt mal den wilden Flug. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Level aussah. Habe ich völlig vergessen. Ach, das war das Level. Das war extremst beschissen. Daran erinnere ich mich noch. Das war extremst beschissen. Das werde ich nicht First Try schaffen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich ja jetzt schon völlig fliege. Na, nicht getroffen. Sehr schön. Perfekt. Wo ist denn der langgefahren? Hä? Wo ist denn der langgefahren? Ich habe den einen doch gar nicht erwischt. Ist er das oder was? Hat er einen anderen Weg genommen? Was ist hier nur los mit den Schnitzeln? So, dann brauche ich noch dich. Dann einmal drehen. Boah. Und hier lang. Und zack. Zack. Oh Gott. Nee, das schaffe ich nicht. First try. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Verdammt ich! Das gibt's doch nicht! Verdammt ich! Mann ey! Und runter. Mir haben Boote gefehlt. Scheiße, hätte ich die Boote erwischt. Zwei Boote haben mir gefehlt. Na gut, machen wir's nochmal. Ah, irgendwie kriegen wir das schon hin. Das war aber wirklich beschissen, das Fluglevel. Dich habe ich. Und dich. Und zack. Los, Spyro, flatter schneller. Und zack. Und zack. Ey, den wollte ich noch erwischen. Und da ist das letzte Boot. Du kriegst den Spyro. Ah, verdammt. Oh, erwischt. Ah. Oh Gott, schneller Spyro. Das Level, ey. Und dich frittieren wir. Verdammt mich. Okay, erwischt. Und dich, und dich. Okay, und jetzt nur noch. Die alle. Ah. Komm schon, Spyro, nur noch einen. Yes. Alter, ey. Gott, das Level fickt hart. Oh, okay. Nein, danke. Gott, das Level ist wirklich eklig. Nach Hause, schönes Sumpfgebiet.
Es gibt nur noch ein Fluglevel. Yay. Aber nicht mehr in dieser Welt. So, willkommen zurück im sumpfigen Sumpf. Cletus, oh nein. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Cool. Coole Aussage. Ich muss jetzt weiter. Aber du warst jetzt die ganze Zeit in... Boah, Junge. Du warst jetzt die ganze Zeit in einem Kristall gefangen. Und was hast du denn vor? Oh Mann, man wird es nie erfahren. Her damit. Ja, 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 ja. Alle meine Edels. Dann wird's wohl Zeit jetzt, ins nächste Level zu gehen. Misty Bog. Bog? Zu Level Misty Bog. Jetzt kommt eine Arena. Scheiße, Misty mit ihren Wasser-Pokémon. Oh, ich habe Chicken Wing getötet. Eigentlich hätte ich euch was Lustiges zeigen können. Wenn man nämlich das Teil nicht tötet, dann läuft es hier lang und geht in den Käfig rein und dann fängt der Typ es. Voll witzig, nicht wahr? Ich find's auch witzig. Tja. Aber naja, so ist das Leben. Und die Viecher sind so dumm, ey. Guckt's euch an. Das sind lebende Büsche. Okay, cool. Ich glaube, rammen kann man die nicht. Dann läuft man in ihren Mund rein. Man muss da, glaube ich, eher Feuer benutzen. Aber wir alle wissen ja, Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze. Das wissen wir doch. Oh, hier sind Frösche. Und ich glaube, den Soundeffekt von den Fröschen, wenn die sterben, den haben die beim allerersten Ratchet und Clank wiederverwertet. Weil Ratchet und Clank ist ja auch von Insomniac. Ich glaube, dieses Sterbegeräusch haben die in Ratchet und Clank auch nochmal verwendet, wenn dort irgendwelche Froschhybriden sterben. Ich bin so der Meinung. Irgendwas ist doch hier. Aha. Schade, dass ein Leben nicht Sparks wieder vollständig regeneriert. Das wäre natürlich nice. Aber man kann ja nicht alles haben. So, so, so. Her damit. Hier haben wir wieder ein paar Schwabbelwabbels. Ja! 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 Erwischt. Die geben ganz gut Geld. Aber wie gesagt, in... Was zum Teufel? Oh, scheiße, ein Wildschwein verfolgt mich! Widde, widde, widde! Das Teil hat Flügel. Der hat ein Messer in der Hand. Was geht bei dem? Brutalität in Kinderspielen. Heutzutage wird das gar nicht mehr gehen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass das Spiel rausgekommen ist, wo die USK noch nicht so scheiße war. So, dann hören wir uns doch mal den Dragon hier an. Es ist Roscoe. Pass auf die Killerfrösche auf, die machen dich sonst kalt. Killerfrösche? Dabei war das hier früher so ein netter Sumpf. Okay. Killerfrösche. Tja, ich will nicht kalt gemacht werden. Ich mag es eher warm zu bleiben. So, boing, 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 boing. Oh, nicht getroffen. Egal. Voll ins Wasser geschubst. Du auch ins Wasser. Flatsch. Voll cool. Vielleicht geht das Chicken Wing rein. Yeah! Yeah, ich habe ein Hähnchen gefangen. Geil, geil. Oh, scheiße. So ein Idiot. Muss ich? Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier lang muss oder ob ich dort, wo die Feen gezeigt hat, lang muss. Aber ich glaube, hier muss ich nicht lang. Deswegen, Froschalarm! Gott, oh Gott. Die Frösche sind schon gemein. Aber ich wurde verschont. Ach du Scheiße. Ey. Blöde. Alter. Blöde Mistquaker. Die haben voll die Reichweite. Ah. Ugh.
So, die Klingenschmeißer sind ja jetzt nicht so das Problem. Die greifen ja nur nah an. Die Frösche sind halt echt ätzend. Und die machen mich sonst kalt. Hier haben wir einen Dragon. Es ist Damon, der Dragon. Danke, dass du mich befreit hast. Es scheint, dass ich hier gefangen war, seitdem ich so jung war wie du. Oh nein. Ach ja, ich weiß noch... Ich muss jetzt gehen. Das geht doch gar nicht. Wir haben doch im Intro gesehen, wie alle erst kristallisiert wurden. Na gut, er sagt, es scheint so, aber... Es ist ja unmöglich. Es geht ja nicht. Sonst wäre ja Spyro mittlerweile auch erwachsen, wenn es schon so lange her ist. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ich brauche einen Chicken Wing. Bin wieder ganz am Anfang, oder? Ja. OMG. Ach, hier bin ich wieder. Bin ich einmal im Kreise gelaufen. Der Sumpf hier sieht auch nicht so lecker aus. Oh, jetzt muss ich den ganzen Scheiß so einsammeln, ey. Sparks, warum bist du tot? Und runter, okay. Ach du Scheiße. Naja gut, das ist ja nicht so schlimm. Hui. Meine. Und meine. Grün und grün. Und damit haben wir alles. Ja, sieht so aus. Und noch ein Dragon. Her damit. Zeke. Voll die Zecke. Danke, dass du mich befreit hast. Ja. Alte Zecke, ey. So, hier haben wir ein... Ja, ich habe ihn doch auch gerammt. Sein Rammer war stärker, verdammt. Ja, egal, jetzt bin ich wieder voll regeneriert. Nix hier mit euren Zungen. Die kann ich gar nicht leiden. Oh, beide erwischt. So, jetzt reizt sie mir. Boah, ich kann die wirklich nicht kaputt rammen. Alter, diese Schweine. Was geht bei denen? Kranke Schweine, ey. Im wahrsten Sinne. Erstmal hier alles einsammeln. Zack. Oh, Double Hit. Na, gibt's hier 400, hä? Es riecht nach 400. Hier haben wir noch einen Dragon. Bubba. Es ist Hubba Bubba. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viechern machst. Zerquetsch sie, Spyro. Zerstampf sie und zerquetsch sie und zermatsch sie. Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen. Weil das nicht die Art ist, wie man es im Drachenreich regelt, Spyro. Du musst noch viel lernen. Zack, zack. So. Oh nee, es gibt 500 hier? Ich bin doch schon am Ende. Wie soll ich denn noch 100 Edelsteine auftreiben? Ich meine, da oben war noch was, ja, aber... Aber trotzdem. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Von da aus, hä? Das ist doch nicht so richtig gut, so und so. Und runter. Und hier drauf. Und hoch. Hoch, Spyro, du schaffst das. Yes! Und bumm. Und bumm. Also irgendwie fehlt mir jetzt aber noch ein gewaltiges bisschen. Ach, hier geht's ja auch noch wohl lang, okay. Scheiße. Zum Glück sterbe ich hier nicht sofort. Ach, doch, komm schon. Oh, komm schon. Spyro ist nicht gesprungen. Voller Soffen, ey. Naja. Und nochmal. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Ah, und schon wieder von vorne. Wir haben ja genügend Leben, so ist es ja nicht. Bap, da da ba da bau. Yeah. Außerdem können wir ja die schöne Welt etwas genießen, nicht wahr? Wunderschön hier. Oh, diesmal ist er auf einer Wurzel gelandet. Wow. Ups, und hier drauf. Und ups, und hier drauf.
Oh nein, da geht's nochmal in den Baumstamm rund. Alter, was geht hier? Bing, bang, bong, bing, bong, bong. Alter, geht mal alle schwimmen, Leute. Na, es geht doch nicht in den Baumstamm runter, sondern nur auf einen drauf. Oh, bitte lass das alle sein. Das könnte aber gut aussehen. Das sieht so magnificent aus. So, jetzt gehe ich mal hier gewagt entlang und gleich raus. Jetzt fehlt mir noch so ein Drache oder so. What? How is this even a possibility? Aber ich würde mal sagen, leveltechnisch... Das war ich nicht. Leveltechnisch haben wir hier wieder ganz gut rumgestunken. Alter, furzt mich nicht so von der Seite an. Das heißt, wir werden jetzt auf der Overworld nur noch rumrennen, würde ich mal vorschlagen. Was haben wir denn da? Irgend so ein Turm im Sumpf. Gruselig. Oh, ein einsamer Zehner. Oh, und da ist dann ein Hasslevel, ey. Treetops. Ganz schlimm, ey. Ein Level, was hoch oben in den Bäumen spielt. Verrecke. Darum werden wir uns aber wohl erst im nächsten Part kümmern. So, sieht gut hier aus. Yeah, yeah. Sieht gut aus. Oh yeah. Und was haben wir hier? Aber wie gesagt, dafür werden wir höchstwahrscheinlich im nächsten Part das letzte Level hier machen und den Boss Metalhead. Das passt natürlich perfekt zu dieser Welt, so einen Boss zu haben. Metalhead ist ja eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, eine Bezeichnung für einen Metaler. Sagt man auch Metalheads dazu. Deswegen finde ich das doppelt witzig. Oh, wir den sterben, oh Gott. So habe ich auch eben gedacht. Oh Gott, das ist zu... Oh, knapp, ey. Ich dachte, es wäre schon zu spät. Oh, da ist der Schlüssel. Aber da komme ich so nicht dran. Da komme ich nicht dran, Dude. Ah, scheiße. Ah. Nein, Spyro. Ah. Oh, Spyro, warum bist du runtergefallen? Ja, verrecke einfach. Ganz ehrlich, du hast es verdient. Was ist das denn für eine Einstellung von dir gewesen, ey? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Hä? Ach so, ich dachte, ich komme... Ach man, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ich dachte, ich lande wenigstens irgendwie aus dem Level raus oder so. Das Chicken Wing wurde gegrillt. Armes Chicken Wing. Oh, Alter, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ist ja mega ätzend. Ja, hör auf mich anzuscheißen hier. Komm ruhig her. So. Weiter, 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 Spyro. Es hängt Sumpf und Legende davon ab. So, da ist die Truhe für den Schlüssel. Oh, verrecke. Und verrecke. Da ist der Schlüssel. Und da ist ein toter Gegner. Cool. Ah, 300. Was meint ihr? 300 Edels? Ich denke mal. Oh, ich habe einen Huhn erwischt. Hier haben wir wieder unseren Ballonfahrer. Na, gib mir mein Edel. Gib, danke. Metalhead, um dich kümmern wir uns im nächsten Part. Hä? Ach so, ist eine Abkürzung, um hier hochzukommen. Ach so. Ich will aber noch die Welt hier abschließen. Die Overworld. Oh, hier sind wir wieder am Anfang. Cool. Flom, flom, flom. Und... Hups! Los, Spyro! Yeah! Jump Up Superstar! So, und die letzten 45 sind dann hoffentlich in der Truhe drin. Gut gemacht, Spyro. Und Jump! Jump, Jump! Nein! Nein! Wie kommt der da nicht hoch? Ja, gut gemacht, Spyro. Wenn du auch nicht springst, dann hat sich das Ganze für dich sowieso erledigt, nicht wahr? Aber die Schlüssel behalten wir. Was ist der Weg daher? Wow, ich wollte gerade springen. Aua. Na, zum Glück ist es kein Instant-Death. Das macht's ja noch human. Elektroschock-Therapie, der humanste Tod. Weg da, du fliegendes Wunderschwein. So, aua. Truhe, Truhe, aktivieren.
Yes! Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und es ist gut. Yes! Gut, das heißt, im nächsten Part dann werden wir wahrscheinlich Beastmasters abschließen. Aber es fängt mit sowas an. Treetops im nächsten Part dann, meine lieben Freunde. Das kann ja heiter werden. Tschüsselchen.